Mein Name ist Christian Rasch. Ich bin seit über 10 Jahren der Alleinvorstand der Badischen Staatsbrauerei Rothaus. Die Brauerei Rothaus wird bis 2030 klimapositiv. Und zwar Cradle to Gate. Das heißt vom Ursprung bis zur Abholung am Brauereitor. Wir arbeiten eng mit unseren Lieferpartnern, den Landwirten, den Mälzer zusammen, um gemeinsam alle vorgelagerten Lieferketten klimaneutral zu bekommen. Warum tun wir das? Es gibt für mich 2 Hauptpunkte. Erstens, Tannenzäpfel ist ein reines Naturprodukt. Unsere Inhaltsstoffe kommen hier aus der Region. Wenn der Klimawandel in dieser Geschwindigkeit voranschreitet, besteht die Gefahr, dass wir in dieser Qualität unsere Tannenzäpfel nicht mehr brauen können. Der 2. Punkt. Meine Generation hat den Klimawandel mit verursacht. Ich werde mit meinen Mitarbeitenden noch innerhalb meiner aktiven Berufszeit meinen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten. Deshalb wird Rothaus bis 2030 echt klimapositiv. Seit wann tun wir das? Innerhalb meiner Amtszeit von über 10 Jahren konnten wir den CO2-Ausstoß von 15.000 Tonnen pro Jahr auf 3.500 Tonnen pro Jahr reduzieren. Wo tun wir das, beziehungsweise wo investieren wir? Wir wollen direkt hier in unserer Heimat den CO2-Ausstoß vermeiden. Wir kaufen keine Zertifikate, wir pflanzen keine Bäume im Urwald, sondern wir werden hier in unserem Zuhause das Ziel bis 2030 umsetzen. Wie wollen wir das schaffen? Auf dieser Landingpage können Sie sich einen Eindruck über unsere großen Maßnahmen machen. Momentan arbeiten wir parallel an 40 Projekten. Da ist es spannend, immer wieder auf diese Seite zu schauen, denn wir ergänzen regelmäßig alle Projekte. Was kostet das Ganze? Bis 2030 werden wir 40 Millionen Euro aus eigenen Mitteln investieren, die wir in den letzten Jahren erwirtschaftet und angespart haben. Wird das Tannenzäpfle deshalb teurer? Nein. Wir investieren seit vielen Jahren in die Energieeinsparung. Und wir profitieren davon auch schon. Energie, die Rothaus nicht verbraucht, kostet nichts. Wer setzt das um? Ich bin sehr stolz auf unsere eigenen Fachkräfte, die das initiieren, das begleiten und umsetzen. Danke auch an unsere Partner wie COCO, Hochschule Rottenburg, EGS Plan, der Windkraftprojektierer Rees, Siemens, Krones, TU Kassel, Aquana und viele mehr. Ich habe noch einen Tipp für euch. Unsere Hygienekappe auf dem Tannenzäpfle wird garantiert zu 100% recycelt, wenn ihr sie auf der Flasche lasst. Aluminium ist unendlich recycelbar. Deshalb verwenden wir reines Aluminium und nicht wie viele andere Verbundwerkstoffe, Papier und Alu. Denn dieser Materialmix ist nicht recycelbar. Deshalb lasst die Kappe dran und trinkt Rothaus Bier für ein besseres Klima.